Alphaschnitte sind ein wichtiges Konzept, das auch beispielsweise für das Rechnen mit unscharfen Zahlen relevant ist. Für eine unscharfe Menge gibt es zu jedem Alpha in dem Intervall 0,1 einen Alphaschnitt. Bei diesem Alphaschnitt handelt es sich um alle Elemente des zugrunde liegenden Universums, bei denen die Zugehörigkeit zu A-Schlange mindestens Alpha beträgt. Betrachten wir nun ein Beispiel. Hier ist der Wert Alpha spezifiziert. Und was hier wichtig zu sagen ist, ist, dass nicht dieser Part hier dann im Endeffekt relevant ist. Hier sieht man natürlich, wo die Zugehörigkeit über Alpha ist. Aber tatsächlich der Alpha-Schnitt befindet sich dann tatsächlich hier an dem zugrunde liegenden Universum. Und der Alpha-Schnitt ist dann wie hier in grün eingezeichnet. Eine Verständnisfrage als kleines Quiz, auch hier wieder pausieren bitte. Welche Menge wird beschrieben durch den Alpha-Schnitt zu Alpha gleich 0? Bei der Frage war schon fast klar, ich meine, ich habe nirgendwo gesagt, um welche unscharfe Menge es ha sich handelt. Man hätte natürlich meinen können, das ist die unscharfe Menge zum Beispiel hier rechts, aber tatsächlich ist es irrelevant, um welche unscharfe Menge es geht. Denn bei jeder unscharfen Menge ist bei dem gesamten Universum die Zugehörigkeit mindestens gleich 0. Das heißt, der Alpha-Schnitt zu Alpha gleich 0 ist stets das gesamte Universum. Neben dem Alpha-Schnitt gibt es noch den strengen Alpha-Schnitt. Bei diesem muss die Zugehörigkeit immer tatsächlich streng größer als Alpha sein, damit ein Element aus dem Universum zu diesem strengen Alpha-Schnitt gehört. Nun ein kleines Quiz. Hier kurz wieder pausieren, bis Sie eine Antwort haben. Und zwar, welche Menge wird beschrieben durch den strengen Alpha-Schnitt für Alpha gleich 1? Die Lösung ist, auch dies ist unabhängig tatsächlich von der Menge A Schlange. Und zwar ist dies immer die leere Menge, weil es keine unscharfe Menge gibt, bei der die Zugehörigkeit über 1 liegt. Dann noch ein kleines Quiz. Bei diesem Quiz, wenn Sie nicht darauf kommen, dann können Sie einfach weitermachen, aber ich bin mir sicher, die meisten von Ihnen haben den Begriff schon gehört. Und zwar, der strenge Alpha-Schnitt zu Alpha gleich 0. Wie nennt sich diese Menge auch für die Funktion μ A Schlange? Die Lösung ist, es ist die Trägermenge der Funktion μ A Schlange. Betrachten wir nun, wie Alpha-Schnitte zu unterschiedlichen Alpha-Werten zusammenhängen. Da sich all dies bereits mit dem bisherigen Wissen lösen lässt, würde ich diese Folie hauptsächlich mit Quizzes gestalten. Also hier, dann auch wieder, nachdem ich die Frage vorgelesen habe, kurz pausieren, bevor Sie mit der Lösung fortfahren. Wenn man eine unscharfe Menge betrachtet, und zwar Alpha-Werte, Alpha 1 und Alpha 2, warum gilt es, dass wenn Alpha 1 größer gleich Alpha 2 ist, dass der Alpha-Schnitt, wohlgemerkt die scharfe Menge, zum Wert Alpha 1 in dem Alpha-Schnitt zum Wert Alpha 2 enthalten ist. Die Lösung hierin liegt, dass tatsächlich für alle x, die in Alpha-Schnitt zu Alpha 1 enthalten sind, gilt auch, dass die Zugehörigkeit von x zu a Schlange größer gleich als Alpha 1 ist. Somit ist sie insbesondere auch größer gleich Alpha 2 und daraus folgt dann auch, dass x im Alpha-Schnitt zu Alpha 2 ist. Somit ist jedes Element im Alpha-Schnitt zu Alpha 1 auch im Alpha-Schnitt zu Alpha 2 und somit gilt die Enthaltenheitsrelation. Nun zeigen Sie das für surjektive Zugehörigkeitsfunktion tatsächlich auch eine Äquivalenz der beiden Aussagen gilt. Wenn Sie
hier nicht darauf kommen, können Sie sich dann auch den Beweis ansehen. Ich denke, der eine oder andere sollte dies aber auch lösen können. In unserer Lösung führe ich kurz Abkürzungen ein, dass der erste Teil hier Omega genannt wird und der zweite Teil Zeta. Das aus Omega Zeta folgt, das haben wir ja bereits gezeigt. Dass aus Zeta auch Omega folgt, werde ich einfach dadurch zeigen, dass ich zeige, dass aus Not Omega Not Zeta folgt. Also aus A folgt B ist äquivalent zu aus Nicht B folgt nicht A. Also, nicht Omega bedeutet, dass Alpha 1 kleiner Alpha 2 ist. Da wir in unserem Beweis nutzen können, dass die Zugehörigkeitsfunktion surjektiv ist, wissen wir, es existiert ein x, bei dem die Zugehörigkeit von x zu a-Schlange tatsächlich gleich Alpha 1 ist. Und somit wissen wir, dass diese Zugehörigkeit aber kleiner ist als Alpha 2. Somit ist x nicht enthalten in dem Alpha-Schnitt zu Alpha 2 und somit ist, wenn nicht Omega, auch nicht der Alpha-Schnitt zu Alpha 1 in dem Alpha-Schnitt zu Alpha 2 enthalten und somit gilt auch nicht Zeta. Eines sollten Sie noch zu Alpha-Schnitten wissen. Und zwar, wenn alle Alpha-Schnitte zwei unscharfen Mengen gleich sind, so sind auch die unscharfen Mengen gleich. Somit sind unscharfe Mengen durch ihre Alpha-Schnitte eindeutig definiert. Dies möchte ich jetzt nicht im Rahmen dieser Vorlesung beweisen, sondern ich verweise für die interessierten Zuhörer hier an das Skript.